müssen wir uns ja hier nochmal durchkämpfen. Zuerst. Zweites. Jetzt du. Komm her. Juhu. Das klang wie ein Alarm. Inneres Gewölbe. Hier ist ein Teleporter. Irgendwas sehr, sehr, sehr gefährlich. Okay. Sieht nach Bosskampfarena aus. Da hinten sehe ich ein Auge. Ja, das ist eine Bosskampfarena. Itzi-Bitzi-Spider, hallo, Belagerungsmaschine. Alter. Du Heiliger. Komm nicht weg. Aber hinter Dings immer in Sicherheit. Die Teile sollten am besten nicht kaputt gehen. Bum, 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 bum. Au! Granaten. Okay, dem auszuweichen ist echt kacke. Au! Ne, den werden wir noch nicht schaffen. Kamera ist kacke. Nein. Nee. 0,0. Gegen den haben wir ja sogar noch weniger Chance als gegen den Priester. Bibliothekar. Was? Warum? Okay, das ist jetzt echt kacke.
Also die Bibliothek, das Viech brauchen wir gerade gar nicht anfangen. Das heißt, wir werden unten außen in dem Bereich. Geht's dann noch nach rechts, links? Hier hoch. Wir werden hier weitergehen. Dingensbumsen. Wegen Zeitumstellung. Vertrag Zeitumstellung nicht so gut. Warum kämpfst du jetzt gerade so kacke? Magie brauchen wir nicht. Ich vertrag Zeitumstellung gar nicht. Wahrscheinlich zählt da auch noch mit rein, dass ich die letzten paar Wochen, die letzte Woche so viel gestreamt habe. Dass es auch noch ein bisschen deswegen so kaputt bin. Geld. Ja, nicht viel, aber ein bisschen. Ich habe keine bessere Beschreibung dafür, was das ist. Für mich ist es ein Jetlag. Haben wir wieder genügend Geld? 400. Gibt, glaube ich, auch irgendwie ein Achievement, wenn man alles Gras kaputt macht. Warum gehst du auf den hier? Ich glaube, das soll nicht so, so gut. Nö, dann schneiden wir doch mal das Gras. Wir haben eben Geld. Ah. Flügel, Hörner, Kopfbedeckung, Dingens. Wir haben ja auch noch das Heldengrab, wo man, glaube ich, beten kann. 128 hat es das gegeben. B. Hier ruht der Held. Irgendwer. Landen wir hier. Aber ich verstehe es noch nicht. Vielleicht, wenn wir alles haben? Dass wir dann da hinkommen? Mehr scheint hier aber auch nicht zu sein. Nichts, was ich erreichen könnte. Ah. Guten Morgen, Knuffi. Wie geht es dir? Wie steht's bei dir? Hast du gut geschlafen und hast du schon einen Kaffee getrunken? So, das heißt, hier kommen wir auch erstmal nicht weiter.
Also nicht ohne den riesen, dicken, fetten Boss da zu plätten. Ja, lang. Beweg dich. Du hast etwas per Discord erhalten. Und ähnlich aus dem Club. Hier sind wir. Okay. Da. Ich lauf. Will doch hier bloß hier weg. So. Naja, ich hab's jetzt auf dem PC. Wenn ich mein Handy an den PC anschließe, kann ich es über ein Remote Play Dings auch auf meinem Handy spielen. Aber bleibt trotzdem auf dem PC. Ich hab nichts anderes als ein PC. Ist das Gras schneiden oder nachwachsen? Ich hab's noch nicht geschnitten, nö. Oh nein, ich hab das Schild kaputt gemacht. Das kann man jetzt nicht mehr lesen. Dadurch, dass wir wissen, dass wir mit Beten irgendwie Dinge aufkriegen. Wir gucken uns jetzt überall nochmal um. Nicht drei von denen. Ach du Schiete, jetzt im. Mann, war das gerade ein Stiefelkreis. Du kannst eh nicht lesen. Willst ja eh nicht. Hä? Wie lesen? Was lesen? Wo lesen? Meh? Jetzt One-Hit? Nein, noch nicht ganz. Verstehe nicht, welche Sprache du gerade sprichst. Arana. Was passiert hier? X. Ach so, meinst du das? Ja. Ich habe mir mal so angeguckt, was es mit der Schrift auf sich hat und wie kompliziert es wird. Und es wird sehr kompliziert. Es gibt eigene Zeichen für Pronomen, es gibt eigene Zeichen für Buchstaben. Dann ist alles noch in Englisch gehalten, was ich ja sowieso so gut kann. Ich habe mich nicht gespoilert. Ich habe mich nur demotivieren lassen. Das ist was anderes. Funktionierst du hier? Nö. Ja, und mein Englisch ist echt beschissen. Ich kann es mittlerweile einigermaßen sprechen, aber lesen kannst du vergessen. Das ist ein Grund, warum ich auch die
hässliche, eklige neue Version von Dings mir geholt habe, von Monkey Island. Und die Spiele statt die Pixel-Version. Lesen brauchst du es aber. Du hast gerade gesagt, ich soll es lesen. Die geremasterte. Die hab ich vorgestern. War es vorgestern? Gestern. Angefangen. Warum ist da unten eine Karte? So viel Gras. Ja, ich schneid's schon für dich ab. Hier haben wir noch Gras. Hier ist noch Gras. Ich glaube, das ist nachgewachsen. Da war noch Gras. Diesmal den Briefkasten. Wo du gerade da bist. B. Briefkasten gelesen. Da steht bestimmt Mail. Wie komme ich hier runter? Mail. Oder Letter. Oder Post. Bin ich hier? War ich hier schon mal? Ich glaube nicht, dass ich hier schon mal war. Weil den da oben kenne ich nämlich noch nicht. Und hier ist eine Kiste. Was haben wir denn hier? Ganz viel Geld. Hier komme ich durch, aber wahrscheinlich hier unten lang. Ui. Oh, das ist schön. Aber wenn du dich vor den Briefkasten stellst, sagt dein Briefkasten. Es kann auch ein Name sein. Der da dran steht. Hier nicht? Ja. Okay, hier komme ich scheinbar noch nicht lang. Und da wir hier am Strand aufgewacht sind, wird es nicht bedeuten, dass da Tunic dran steht. Das ist nämlich ein bisschen sehr verwirrend. Weil er kennt ja anscheinend auf dieser Insel gar nichts. Aber würdest du Müller sagen oder Beckenbauer? Eher Müller. Aber wie gesagt, es wäre. Der kleine Fuchs scheint ja gar nichts von hier zu kennen. Das weiß ich auch. Wahrscheinlich fehlt da dann ein Stück von dem Namen. Weil es nicht mehr lesbar ist. Oder es steht generell da, nicht lesbar. Das ist wahrscheinlich, wo was ist. Aktivieren kann ich es auch nicht.
Haben wir im Ostwald noch irgendwas? Ostwald kann guten. Ja, wir haben noch diese große Maschine. Da im Spalt.